Ja. Ja, ich bin's wieder. Herzlich willkommen. Jetzt geht's los mit dem Bingo-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt. Es soll ein sehr einfaches Gesellschaftsspiel sein. Wir stellen oft fest, dass es dann doch nicht so einfach ist. Deswegen möchte ich noch mal kurz die Regeln so mit euch durchgehen. Ihr habt einen Bingo-Schein hoffentlich erworben für 3 Euro. Ist eine sinnvolle Investition, geht direkt an uns als Spende quasi. Und es gibt geile Preise, also es ist quasi eine Win-Win-Situation. Und wir ziehen Zahlen und ihr könnt dann ankreuzen, die Zahl, wenn ihr die auf eurem Schein habt. Und ihr müsst eine senkrechte, eine waagerechte oder eine diagonale Linie erreichen. Dann habt ihr Bingo. Dann könnt ihr aufstehen und Bingo schreien und dann kriegt ihr einen Preis, den wir euch zuteilen. Und wir haben wirklich geile Preise. Also das Highlight ist eine, das darf ich jetzt schon mal verraten, eine Fußmassagematte im Wert von 200 Euro. Auf die kann man sich draufstellen und sich alle Körperreflexzonen massieren lassen. Aber ich mache das nicht alleine heute. Wir haben noch eine. Ja, letztes Jahr hatte ich noch eine dicke Frau mit auf der Bühne. Die kann dies Jahr leider nicht. Deswegen habe ich mir eine andere organisiert. Sie ist die Hüterin der Preise. Ich bitte einen Applaus für Vicky P. Dia. Nein, eine Musik. Warte, geh noch mal hinter die Bühne. Das muss ganz dramatisch rüberkommen. So, jetzt geh nochmal dahinter. So, und jetzt sage ich nochmal, nein, die andere Musik, das nächste Lied auf der... Ein Applaus für Vicky P. Dia. Geht doch. Vielen herzlichen Dank. Da bin ich. Ich vertrete also die dicke Frau vom letzten Jahr. Ne? Ich habe ein bisschen Angst, das wird glaube ich aufgezeichnet heute, aber da werde ich dann noch die Zensur walten lassen. Das ist gerade eine Wespe, die hat sich verfangen, Alter. Ist ja ganz. Da, jetzt ist sie da. Achtung, junger Mann. Die sticht. Achtung. Die ist egal, sagt er. Um Gottes Willen. Gut. Du bist jetzt da, du hilfst mir. Wo sind denn die Kugeln? Dann legen wir gleich los, würde ich sagen. Senkrecht, waagerecht oder diagonal? Warte mal, die nehme ich mal hier rüber. Also Zahlen 1 bis 75. Wurde noch eigens geklöppelt von der Jugendgruppe. Es geht los mit der Nummer 41. Und es geht weiter mit der Nummer 48. Wenn jetzt jemand Bingo schreit, hat er was nicht verstanden. Das sind die sortiert, das ist komisch. Jetzt nehme ich die 47. Seltsam. Gemischt doch mal, ja. So, jetzt haben wir die 72. Irgendwie haben wir auch nur noch ein Mikro. Kann Bernd mal das zweite Mikro wieder bringen? Es geht weiter mit der 40. Ich muss mich jetzt so elegant hier runterbeugen. Und es geht weiter mit der 12. Und es geht weiter mit der 60. Und es geht weiter mit der 49. 49? Hier ist ein wandelndes Kunstwerk. Ja. Heute haben wir auch Body Painting hier. Und die 19. Internationale Gäste.
Ja. Welche Vorlage war das, Vicky? Du weißt doch alles, ja? Polen. Polen? Ja. Okay. Stimmt das? Der junge Mann ist aus Polen. Okay. Österreich. Ich glaube, das ist ein Unterschied, glaube ich. Wir machen mal weiter mit der 67. Das mit den Ländern überlasse ich für anderen, ne? Bitte nicht. Und die 26. Sehr schön. Und die 22. 22. Ich finde die Konstruktion auch toll. Ja, es ist ganz zauberhaft. Jetzt die Nummer 70. Wir kriegen das hin, ne? 70. Aber langsam. Wie bitte? War zu schnell? Was kam davor? Weißt du es noch? Also ich weiß es nicht mehr. Ich wiederhole gerne nochmal alle, die wir bisher gezogen haben. 12, 19, 22, 28, 40, 41, 47, 48, 49, 60, 67, 70 und 72. Ja. Die Gewinnzahl im Spiel 77. Und es geht weiter mit der 33. 33. Und die 51. Die 51. Ich weiß noch, als wir beim Stadtfest waren, haben wir immer so getan, als würden wir das nachkontrollieren. Das war auch lustig. Ja. Das war eigentlich schon an der Grenze. Und es hat in Strömen geregnet übrigens beim Stadtfest. Und da konnte man keine Kreuze machen, sondern da mussten die mit dem Kugelschreiber wirklich Löcher in die Bingo schieben. Das war sehr schön, ja. Wir machen weiter mit der 61. Die 61. Da gibt es hier schon Wünsche aus dem Publikum. Natürlich. Denkt also dran, waagerecht, senkrecht oder diagonal. Die Nummer 20. Also wer noch Lose braucht. Die 20. Wir spielen jetzt noch, also es werden noch welche verkauft von dem jungen Mann hier vorne, von Uli. Genau. Die Nummer 20 hatten wir gerade. So, jetzt geht's weiter mit der Nummer 3. 30? 30. 30. 30. Sick. Das ist ja also. Ich hätte auch gerne einen. Das sind die Hardcore-Bingo. Ja. Das sind die Hardcore-Bingo-Spieler. Die geben schon die Zahlen vor. Und denkt bitte dran, wenn ihr Bingo habt, ganz laut brüllen, ne? Genau, damit wir euch hören. Jetzt die 74. 74. So, jetzt die 63. Wir haben hier schon ein kleines Maskottchen. Wir haben hier ein kleines Maskottchen schon sitzen. Das ist Olga Rasputinova. Hab ich eben ein Bingo gehört? Nee. Bingo? Nein. Okay, es geht weiter mit der 46. Die Nummer 46. Wie viel braucht ihr denn noch so? Eine. Okay, also das wird jetzt spannend. Also mal gucken. Na dann. Die 34. Die 34. Ich spüre die nervösen Blicke schon. Die 62. Ein Bingo, dann komm 62. Bitte mal auf die Bühne. Ein Applaus für den jungen Mann mit der Jeansjacke. Komm mal auf die Bühne, komm mal nach vorne. So. Du hast das erste Bingo. So, die liebe Vicky, du kommst mal zu mir, die genau. Vicky überprüft das für uns, ja. Und du kannst jetzt mal sagen, was du als Liebstes als deinen Preis hättest. Das weiß ich ehrlich noch nicht.
Nee, aber was hättest du am liebsten? Was würdest du dir wünschen? Also wenn du jetzt frei auswählen könntest. Ja. Gut. Das Witzige ist, du kannst es dir gar nicht aussuchen. Vicky, erzähl doch mal, was... Also stimmt es? Stimmt, ja. Hat alles richtig gemacht. Gut. Ja, ja. Vicky, erzähl doch mal bitte, was hat dieser junge Mann für einen Preis gewonnen? Dieser junge Mann hat gewonnen, und zwar eine Flasche Prosecco, eine niegelnagelneue Unterhose. Ach du. Und zu einem Überfluss auch noch eine DVD. Gut, also das ist die Flasche Prosecco, gesponsert von der Ölmühle. Die Unterhose? Ja. Wo ist die Unterhose? Ist die jetzt nicht dabei? Nee, sag mal. Doch. Such sie mal raus. Nein, haben wir sie. Dann liegt sie hinten. Wie weit denn hinten? Nee, da. Da unter. Ah, da, ist. Da, unter dem Buch hat sie sich versteckt. Sag ich doch. Heutzutage sieht Unterwäsche aus wie ein Buch. Also Unterwäsche sieht aus wie Bücher. Das hast du gemacht. Von Brunos gesponsert, ein Schlipper. Das ist doch was. Das passt ja auch ein bisschen zusammen. In Rot und Blau. Und was war das dritte? Eine DVD. Eine DVD? Ja, Vicky, wo ist die denn? Das da kannst du suchen. Doch, die muss da sein. Ich hab das alles einpacken lassen. Wo ist die DVD? Ich glaube, es hat sich jemand schon vergangen. Nein. Oder sieht das hier? Nein, das gehört zusammen. Wo ist denn die hin? Haben wir die? Schön. Ist das die DVD? Nein. Gut, wir werden die DVD noch finden. Ich glaube, es wird ein Blockbuster werden. Ja, so passend zum Schlipper, zum Prosecco. Definitiv. Wir werden sie noch finden. Vielleicht ist Bernd in der Nähe. Finde die DVD. Aber Dankeschön für den ersten Preis. Ja, Applaus für unser erstes Bingo. So, und jetzt habt ihr noch... Es geht jetzt weiter auf den Schein, den ihr habt. Also ihr habt noch alle Chancen. Wir ziehen einfach weiter und es geht weiter mit tollen Preisen. Die 68. 68. Ah, Bingo? Ja. Hab ich ein Bingo gehört? Ja, gut. Ja, dann komm mal schnell nach vorne, bitte. Jetzt geht's Schlag auf Schlag hier. So, du suchst jetzt den Preis aus. Hier, bitteschön. Das ist einfach, das weiß ich schon. So. Hallo, wie heißt du? Hans. Hans, und was bist du von Beruf? Lebenskünstler. Lebenskünstler, das ist schön. Das ist in Berlin sind das viele, glaube ich. Ich bin das auch von Beruf. So, du kriegst einen Gutschein von... Stimmt. Stimmt sogar. Ein Gutschein vom Sonnenstudio Farbwechsel. Ich weiß nicht, ob du einen Farbwechsel gebrauchen kannst? Ja, ein bisschen, ne? Ich bin halt auch ein bisschen blass. Also über 20 Euro für Besonnung inklusive Sonnenkosmetik von Tantube. Das ist doch ein schöner Preis. Und natürlich noch eine DVD. Und es ist sogar was mit Kultur und so. Von Luchino Visconti, Der Leopard. Kennt man das? Ist das? Ja, kennt man, ist super. Ich kann ja mal vorlesen. Ich lasse es. Aber das ist dein Preis, bitteschön. Erzähl uns, wie es ausgegangen ist im Sonnenstudio. Genau, du gehst jetzt dahin und nachher sehen wir das Ergebnis. In der zweiten. Eine sehr gute Idee. Applaus für unseren zweiten Bingo-Gewinner. Dann machen wir weiter. Definitiv. Es ist alle Chancen noch offen. Ja, wir ziehen noch ein paar Kugeln. Die 53. Nummer 53. Die 13. Das hatte ich doch mal gewünscht. Die wurde doch gewünscht. Ja, die wurde doch gewünscht. Gut, dann. Na auf, komm, ausspringen, freuen, auf die Bühne schreien. Genau. Die Nummer 13 war die das. Die 13. Einmal bitte zur Kontrolle. Jawohl, ich kontrolliere das. So, und ich interview dich nochmal kurz. Du bist hartgesottener Bingo-Spieler, du gibst die Zahlen schon vor, ja? Das war jetzt wirklich Zufall, ja? Das war alles notariell ganz korrekt, seht ihr? Wenn du jetzt dir was aussuchen könntest, wenn du was wünschen könntest im Leben,
als Preis, als Bingo-Preis, was willst du sagen? Einen Mann. Einen Mann? Vielleicht? Ich guck mal auf meine Liste. Er hat schon einen mit dir reingerufen. Nimm's auch zwei. Der, so. Ja. Der Trend bist geht heute so. Zum zweiten Mann. Stimmt denn das Ergebnis, Frank? Das Ergebnis stimmt natürlich. Du hast alles richtig gemacht und du gewinnst, naja, nicht direkt einen Mann, aber sowas Ähnliches, würde ich mal sagen. Ach Gott. Also, du gewinnst einen Gier-Gutschein. Gier ist dieser tolle Klamottenladen im Wert von 20 Euro. Und einen schönen, das ist so für den Abfluss. Das ist so für die Rohre, so als, damit das... Man kann ihn aber auch zu entfremden, ne? Das kann man... kennt sich da nicht aus, sagt er ja. Und noch ein... Ich kann deine Schrift nicht lesen. Ach, nee, alles gut. Das waren die beiden. Ach so, gut, ja. Habe ich doch richtig gemacht. Gut, dann ein Applaus für unseren Gewinner. Hoffentlich kann das gebrauchen. So. Boah, wir haben noch so viele Preise. Wir hauen das jetzt raus. Es geht weiter. Es geht weiter mit der Nummer 44. 44. Okay. Und weißt du was, Olga? Kannst du die Nummer ziehen? Du kannst. Nee, bleib das jetzt, bleib mal bitte. Du hast heute Mikrofonverbot. Aber du kriegst die Kiste. Die Glücksfee. Die 24. Auch abgeben. Genau, die 24 war's. Und es geht weiter. Mit der 64. Ah, ui, nochmal. Das ist nächste ja, Bingo. Da merkst du schon, beim zweiten Mal gibt es schon keinen Applaus mehr vom Publikum. Die sind schon. Aber das ist, du hast auch einen zweiten Schein gekauft. Okay, also es geht alles mit rechten Dingen zu. Man kann natürlich auch mehrere Scheine kaufen und damit mitspielen. Du überprüfst das mal kurz. Aber bitte. So, und ich frage dich jetzt. Also er wollte einen Mann und hat so ein Abflussrohr-Ding bekommen. Du wolltest eine Massage und hast eine DVD dann doch nicht bekommen. Also, so, wie geht's jetzt weiter mit uns? Ich guck auf der Liste. Die hat die Wiki, die Liste, hoffe ich. Ja, die Wiki. Die Wiki-Liste finde ich auch sehr schön. Gut. Der nächste Preis ist ein Bildband. Ja. Und müsste da sein. Und nochmal so ein Abflussding. Aber das ist ein anderes irgendwie. Hier, ein Down the Rabbit Hole heißt der Bildband. Das ist, glaube ich, eine Märchengeschichte. Es geht um einen Hasen. Ja, das ist verdeckt. Von Rudolf Minder gesponsert. Vielen Dank. Gibt sie eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Ja, gut, gibt's noch. Nein, Entschuldigung. Und noch so ein Abflussrohr, ein Cockring ist das. Ich habe es jetzt mal verraten. Ist zu klein. Aber das kann man ein bisschen dehnen. Dann ist das spannend, das ein bisschen. Also ich habe damit keine Erfahrung, aber habe ich gehört. Gut, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter, ziehen die nächsten Zahlen. Ja genau, zieh die nächste Nummer, Olga. 29. Die Nummer 29. Weiter. Das ist die 39. Die 39. Und die 28. Die Nummer 28. Die war nicht schon mal. Die 28 war schon mal? Wie kannst du das bestätigen? Guck mal, die 26 sieht aus wie die 28. Guckst du, und die 28 sieht aus wie die 28. Also falls jemand vorhin auf die 28 schon hatte, die ist jetzt, und das war nämlich eigentlich die 26. Also die 26 kann noch nicht gewesen sein, die steht hier nämlich also nicht. Wirklich, was ist das für ein... Ja, vielleicht haben uns die Jugendlichen, die das geklöppelt haben, verarscht. Ja. Handgeschrieben. Nee, kommt drauf an, was du sagen willst. Wir machen weiter. Die 26 und die 28 sind gezogen. Jetzt die 66. Ja, ein Bingo! 66. Na, der Mensch, das lohnt sich doch. Noch ein Bingo. Es ist der Zockertisch da. Der Sieg schon. Hast du eine Begleitung mit?
weg. So, jetzt kommt bitte mal nach oben. Du hast auch gewonnen. Das ist jetzt nicht nur so eine Masche, ja? Okay, Vicky, das ist deine Verantwortung. Ich kontrolliere das. Ich nehme mal die Preise. Also, ihr stellt euch mal so ein bisschen auf. So. Ja. Du bist der? Sascha. Sascha, wie alt? Sag ich nicht. Fragt man eigentlich auch gar nicht. Ich muss mich dran gewöhnen, ja, hier im Kontext. Nein, man fragt mich am Alter. Und du bist die? Heidi. Die Heidi, das ist doch ein schöner Name. Und du bist der Sascha. Heidi und Sascha. Ist mir ein bisschen zu kompliziert. Wir sagen einfach Marianne und Michael. Okay. Oder sagen wir Marianne und Michael. Das ist besser. Ihr habt alles richtig gemacht. Alles bestens. Vicky, du schwitzt schon wieder so heute. Ja, ja. Es ist nicht mal warm. Und du schwitzt. Das perlt doch, so. Es ist warm. Die transpiriert. Ich bin ja schließlich auch die einzige Tunte mit Transpirationshintergrund. So. Ja. Sehr schön. Gut, ich darf das. Heidi, liest du gerne? Ich kann's. Ja, das ist schon mal was in diesen Zeiten. Heidi, du gewinnst einen Spartakusband. Oh. Ist jetzt kalt. Und ein neues Klempnerstück. Ja, das, ich weiß nicht, ob du das gebrauchen kannst. Du kannst ja noch tauschen oder so. Oder verschenken. Ich finde, so eine Goi-Dichtung gehört in jedes. Genau, und wenn du dich dann im Klempner-Sud da alles repariert hast mit dem Ding, dann kriegst du noch ein Duschgel. Das gehört noch dazu zum Preis. Das ist hier das, genau. Gesponsert von Color Naturs Kosmetik. Da hast du doch einen tollen Preis, oder? Das ist so Naturzeug, da kannst du einreiben und. Ja, müssen wir mal gucken. Gut, und du kriegst was Cooles, muss ich wirklich sagen. Und zwar von Boys R Us ist das gesponsert. Ein Tanktop. Ist wirklich Schmuck, ist sehr hohe Qualität, ja. Edle Stoffe bei uns. Und außerdem kriegst du noch eine DVD. Ich hoffe, sie ist jetzt da. Nein, die DVDs sind alle verschollen. Also ich merke mir, Sascha, du kriegst noch eine DVD und der Herr hier vorne. Ihr kriegt beide noch eine DVD. Aber wir haben genug dich. Also, kümmern wir uns in der Pause drum. Da kümmern wir uns noch drum. Okay, dann danke ich euch und... Vielen Dank fürs Mitspielen und Glückwunsch. So wollte ich sagen. Okay, das machen wir später, würde ich sagen. Ja? Wir sprechen uns nochmal gleich, ja? Du setzt dich nochmal kurz hin und wir spielen jetzt erstmal das Bingo fertig. So, Anna, wir müssen so Gas geben. Oh Gott, ja. Also wir geben Gas. Wir machen weiter mit der 35. Die Nummer 35. Wir hauen hier noch alles raus. Das ist ja unglaublich. Weiter. Und die Nummer 3. Oh, einstellig. Sehr schön. Mal was ganz Neues. Die 3. Was ist eigentlich deine Lieblingszahl, Vicky? Meine Lieblingszahl? 25, mein Alter. Wir waren bei der 6. Bei der 6? Ein Bingo. Jawohl, geht doch. Das ist immer dieser Tisch, das darf nicht weiter. Aber wir haben noch jemand aus der Jugend. Ja, komm doch mal nach oben. Jakob, wie heißt du denn? Jakob. Ist groß, Jakob, ne? Jakob ist aber ganz schön groß, ja. Ja, der macht dir Konkurrenz. Über 2 Meter? Ja. Ich mit Stöckeln auch. So, überprüft das mal bitte. Ich überprüfe das. Hatten wir noch ein Bingo? Wir haben noch ein Bingo vom... Oh Gott, ich helfe dir mal. So. Das ist... Ach du je, da müssen wir, das gibt ja noch, da müssen wir auch mal. Gib mal nochmal der Vicky den Schein, die überprüft das auch nochmal. Und dann stellen wir uns mal kurz, hier Vicky, komm, dann stellen wir uns nochmal kurz auf, so. Das ist ja ganz schön groß, ne? Das ist der Jakob. Jakob, was willst du denn am liebsten gewinnen von dem, was du willst? Du hast auch Bingo, stürmt hier die Bühne. Okay, dann kommst du noch, dahin ist noch ein bisschen Platz. Ich suche, achso, doch, Entschuldigung. Ja. So, bitteschön. So, du bist der? Harry. Harry, du bist der? Jakob. Und du bist die? Regina. Harry, Jakob, Regina. So. Es gibt Preise, Preise, Preise. Es gibt einen Gutschein für dich, Harry. Und zwar von der Herr Lounge. Ja. Föhnen, schneiden, legen. In der Reihenfolge. Also waschen, schneiden, föhnen, legen und so.
von der Herr Lounge gesponsert. Genau, waschen, schneiden, legen, ohne Föhn. Das musst du dann selbst übernehmen. Das ist dein Preis. Außerdem gibt es eine Freikarte für dich. Also zwei Stück eigentlich. Für Gay Night at the Zoo. Das ist jetzt bald. Na, da wird schon. Das ist ein toller Preis anscheinend. Da kannst du noch jemanden mitnehmen. Und Regina, was können wir dir denn Gutes tun? Was würdest du dir am liebsten wünschen? Ich würde sagen, du hast heute einen Hauptpreis. Das ist wirklich was richtig Geiles. Und zwar kriegst du den Sissi-Gutschein von dem österreichischen Restaurant hier. Über 60 Euro. Wow. Das ist doch mal was 60 Schönes. 60 Euro. Da kann man, ich würde sagen, ausgiebig frühstücken, zu zweit. Oder alleine ausgiebig. Ja. Kannst du dir überlegen, ob du da jemanden nimmst? Ja, bitteschön. Aber das Ding ist, ich kann euch leider noch nicht entlassen jetzt hier. Ja, das wird jetzt lustig.